Ghislaine Maxwell, 60, der ehemaligen Vertraute des US-Millionärs und verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, 1953 bis 2019, drohen 55 Jahre Gefängnis. Ghislaine Maxwell, ihr Bruder glaubt an ihre Unschuld. Die 60-jährige Maxwell war in 6 Punkten angeklagt gewesen und Ende Dezember schuldig gesprochen worden. Die Britin habe als Helferin ihres Ex-Partners Epstein eine zentrale Rolle beim Aufbau von dessen Ring zum sexuellen Missbrauch junger Mädchen gespielt, entschied die Jury in New York. Rund 2 Wochen vor der Verkündung des Strafmaßes gegen Ghislaine Maxwell hatten ihre Verteidiger um Milde gebeten. Maxwell habe eine zwar privilegierte, aber auch schwierige und traumatisierende Kindheit gehabt und unter einem herrischen, narzisstischen und anspruchsvollen Vater, dem Medienzar Robert Maxwell, die Lippen, schrieben Maxwells Anwälte US-Medienberichten zufolge an Richterin Allison Nathan. Das habe sie anfällig für die Avancen von Epstein werden lassen. Ghislaines Bruder Ian Maxwell, 66, glaubt weiterhin an die Unschuld seiner Schwester und sieht sie als Opfer der US-Justiz. In einem Beitrag der britischen Zeitung The Telegraph schrieb er, es besteht kein Zweifel daran, dass Ghislaines Vertrauen in das Justizsystem der USA sie betrogen hat, und das macht mich wirklich stutzig. Ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass sie kein einziges Verbrechen begangen hat.